Jetzt aber willkommen zu Frequent Traveler TV. Jetzt haben wir Ton. Ihr merkt, ich bin hier zwischen einer Telefonkonferenz und der nächsten für amerikanische Kreditkarten und aber auch für unseren Concierge-Service. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss die Sendung dazwischen schieben. Ton habe ich jetzt angemacht. Die Calls mache ich normalerweise ohne das Mikrofon, aber hier ist der Klang halt wesentlich besser für euch auf YouTube. Frisch gepresste Themen habe ich für euch vorbereitet. United Airlines, die MAX, die da auf dem Gras geschlingert, gelingert oder wie auch immer ist, da hat die NTSB Gründe genannt, warum das passiert ist. Finde ich interessant. Wir haben dann als Thema natürlich Eurowings, hat einen auf die 12 bekommen für die Werbung um CO2-Kompensation. Dürfen Sie nicht mehr, das Kölner Amtsgericht, Landgericht, gucken wir uns an, wer es war, sagt, dürft er nicht so. Dann haben wir ein NDA, also ein Geheimhaltungsvertrag, den ein Kunde, ein Statuskunde unterschreiben musste in einem Hotel, Namen der Redaktion nicht bekannt, doch ist es bekannt, aber die halt Geheimhaltungsplan, weil er ein Upgrade bekommen hat. Und da musste er erstmal unterschreiben, dass er darüber nichts labert. Wie bekloppt ist das denn? Dann haben wir einen Statuskunden von United, der von einem Flug ausgeschlossen worden ist, weil er gedrängelt hat. Die Geschichte ist auch kurios. Amerika halt, ne? Gucken wir uns auch an. Haben wir noch ein Thema? Ja, Spirit Airlines in dem Fall verschiebt 98 Lieferungen von Airbus A320 Neos und spart 340 Millionen. Krasse Nummer. Und jeder dritte A320 Neo mit einem GTF, also mit einem Getriebefan, mit dem neuen mit den Triebwerken, hat Pause, hat Urlaub. Warum hat Austrian Glück im Unglück? Vielleicht, weil die Triebwerke von dem Airbus, der da kaputt gemacht worden ist, genutzt werden können auf einem anderen Flugzeug. Also insofern, ja, kannst du dir nicht ausdenken. Was haben wir noch sonst für euch? Viele frisch gepresste Themen, ansonsten, die immer wieder täglich kommen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, damit ihr eine Info bekommt, wenn es kommt. Wenn ihr kommentiert, bin ich dankbar, antworte ich euch. Und vor allem ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft, dann könnt ihr die ganzen Sendungen auch schon vorher sehen, bevor sie überhaupt für die Allgemeinheit loslegen. Ich habe jetzt quasi noch hier 20 Minuten Zeit, die Sendung für euch zu machen. Und die werde ich auch nutzen, weil dann geht der nächste Call los. Also, um 02:38, ich hoffe, ich sage nicht wieder zu viel. Ich erwische mich ja immer wieder dabei. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute die Sendung bis zum Ende sehen. Danke dafür nochmal, Jörg. Ja, das war mit dem Outro gestern. Das war lustig. So, die United 737 MAX 8 im Gras. Die NTSB hat dort ein paar Gründe genannt, warum das passiert ist. Und zwar ist das so, dass in Houston die Maschine gelandet ist aus Memphis und man wollte auf der 26L landen, ist dann aber auf die 27 geschwenkt, hat das Ganze dann gemacht und der Tower hat auch gesagt, ja, alles easy peasy, alles kein Grund. Zeigt aber, dass man so ein bisschen natürlich ein bisschen mehr Workload im Cockpit hat, natürlich, wenn man das so Last Minute macht. Nach dem Aufsetzen, die Bremsklappen raus, 1,2 Kilometer vom Ende der Landebahn, werden dann auch natürlich nochmal die Pedale gedrückt, dass die Rudd-Bremsen gehen, dass man da also auch nochmal bremst. Und weiter geht es dann, dass 300 Meter vor Pistenende die Max 8 immer noch zu schnell war. Also es liegt nicht daran, dass es eine Max war, nur als Randbemerkung. Das wäre mit allen anderen auch passiert, wenn du da halt dein Timing schlecht hast oder wenn du dein Landing falsch das Setup hast. Also das ist so. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass der Kapitän das Flugzeug nun mit Nachdruck abbremst, so sagt das die NTSB. Und was dann passiert, ist fast schon Geschichte. Taxiway SC möchte verlassen und beim Abbiegen auf die Landebahn, also beim Verlassen der Landebahn, gibt es heftige Vibrationen im Seitenruder und in den Bremspedalen, was natürlich darauf rückschließen lässt, dass das ABS greift. Das ist so ein Stottergefühl. Ihr kennt das vielleicht auch aus dem Auto, wenn das Bremspedal anfängt so zu pulsieren oder sowas. Das ist das ABS. Hat Flugzeug natürlich auch. Und dann geht es weiter. Kontrolle verloren. Das Flugzeug dreht sich um die eigene Achse und die Reifen bleiben beim Abflug von der Piste in größerem Betonschacht hängen, also in diesem Manhole. Ich habe für euch nochmal zur Erinnerung das Foto, hier seht ihr das. Das sieht das Ergebnis aus. 166 Passagiere und Crewmitglieder verlassen dann das Flugzeug über Treppen. Niemand wird verletzt.
Das fahrwerkliche Tragfläche und das Heck der November 27290 hat es hingegen schwer erwischt. Das Flugzeug wird repariert, also das geht. Und jetzt ist aber die Frage, warum ist das passiert? Und es ist halt so, dass der Kapitän, der übrigens seit 1987 für die United fliegt, also ein erfahrener Pilot ist, da wohl davon ausgegangen ist, dass die Landebahn trocken ist. Und die Landebahn war nicht trocken. Es gibt vorher immer so eine Landeinfo. Und da ist es dann halt so, dass bei der Landeinfo da die Landebahn auch als nass und rutschig bezeichnet worden ist. Das ist ATIS. Und da hört man dann halt ab, was es so gibt, Wetter und so weiter und Restriktionen vom Flughafen. Das sollte man vor jeder Landung machen. Und der Kapitän erinnerte sich, dass das Ganze trocken aussah. Der First Officer sagte, nö, das sah nass aus. Also daran sieht man, dass man im Cockpit eine geteilte Meinung haben kann, wie so eine Landebahn aussieht. Aber das war der Grund. Er dachte, es wäre trocken. Wenn eine trockene Landebahn vorliegt, ist natürlich der Bremsweg wesentlich kürzer. Bei nass hast du natürlich dann den Effekt. Und das nasse, rutschige macht natürlich dann auch noch den sterbenden Schwan der 737, dass er dann in diesem Manhole gefangen war, also in diesem Schacht. Das war dumm gelaufen. Also wenn die einfach nur auf die Wiese gegangen wäre, hättest du mit dem Kercher abgespritzt und dann wäre fertig gewesen. Gut, man hätte noch ein bisschen anders gucken müssen, aber es wäre dann halt kein Drama gewesen, dann wäre das Flugzeug ein, zwei, drei Tage aus dem Verkehr gezogen worden und Thema durch. Aber dadurch, dass es in den Schacht gefallen ist, abgerissen, das ist ein Problem. Wer auch ein Problem hat, das ist der Freund Spirit Airlines. Die haben ja quasi richtig Probleme gehabt und zwar haben die ein Liquiditätsproblem und das Liquiditätsproblem haben sie gelöst, indem sie 98 Flugzeuge, die eigentlich ausgeliefert werden sollten zwischen 2025 und 2026, verschoben haben auf 2030 und 2031. Das betrifft aber nur die Flugzeuge, die sie direkt gekauft haben. Die Leasingflugzeuge, die werden sie wohl abnehmen, so wie sie es wollten. Und da ist es so, dass die bei Spirit Airlines dadurch 340 Millionen Dollar sparen und Liquidität bekommen, weil Airbus natürlich ganz klar jetzt die Flugzeuge weiterverkaufen kann. Airbus denen anscheinend auch dann so eine Kreditlinie eingeräumt hat und gesagt hat, okay, wir machen das. Und damit hat man dann halt wirklich da bei Spirit wieder Luft zum Atmen. Die Flugzeuge sind ja logischerweise auch heiß begehrt, die Lieferslots. United wollte da ja was machen, ganz ehrlich. Weiß ich jetzt nicht, ob die da bereit sind, den Slot zu übernehmen oder die Slots zu übernehmen, weil sie ja quasi sich eingedeckt haben und immer noch hoffen auf die 737 MAX 10. Das ist genau der Grund, warum die Leute jetzt sich auf die Airbusse stürzen. Vielleicht auch eine Möglichkeit für Carsten S. Punkt. Aber ich glaube, Airbus tut einen Teufel und wird die Dinger billig verkaufen. Airbus wird halt wirklich schauen, für welchen Kunden werden sie diese Flugzeuge geben, für welchen Preis. Weil man hat ja jetzt im Prinzip ein Produkt, wo die Leute mehr Geld für zahlen. Das heißt also, die Bottom Line für Airbus ist natürlich wesentlich besser. Heißt also, dass man bei Airbus jetzt dadurch natürlich auch mehr Gewinn machen kann. Also insofern ist es also auch wirklich so, dass es relativ spannend ist. Man kann natürlich jetzt hingehen, die Finanznachrichten sagen zum Beispiel, dass es die Liefertermine 2027, 2029 keine Änderung durch Spirit Airlines. Somit waren bei Airbus in den 2025, 2026 Lieferslots 40 Slots nur verfügbar geworden. Also daran sieht man, dass man da bei Airbus schon vorausschauend geplant hat, aber trotzdem 40 Flugzeuge sind ja auch nochmal eine Zahl. Und Lufthansa braucht Flugzeuge, vielleicht kein Kasspor, aber er wird sie halt nicht so billig bekommen, wie er sie glaubt. Also ich glaube, dass das natürlich dann sich dort mal bezahlen lässt. Da bin ich mal gespannt. Welche anderen Fluggesellschaften Not haben an kleinen Flugzeugen? Vielleicht Airbus und Austrian werden sich einig über einen Nachfolger für den 321, wenn er nicht zu reparieren ist in Schwechat. Also insofern da mal eine interessante Geschichte, was man so alles erlebt. Die Freunde dann bei Airbus haben ja auch nicht gerade viel Spaß, aber das ist halt kein Problem von Airbus in meinen Augen, sondern das ist ein Problem von vom Triebwerkshersteller. Und zwar ist es so, dass die Pratt & Whitney Triebwerke aus der Tausender-Serie auch in 2024 Lieferengpässe haben bei Ersatzteilen. Und die Flugzeuge, die damit fliegen, und das sind ja auch die Flugzeuge, die 1500er, die 1100er haben, also die Neos, aber auch, also die 320er Neos, oder aber auch die Flugzeuge von Embraer und der A220, der die 1500er hat.
Die haben halt da Malesche. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass die Inspektionen halt anstehen und dass die Ersatzteile nicht so kommen, wie sie kommen. Und damit jedes dritte Flugzeug, was auf dem Markt ist, am Boden ist, Urlaub hat. Heißt also, von weltweit 1971 Flugzeugen mit den GTF-Triebwerken sind die in den verschiedenen Inspektionsphasen. Aber dennoch aktuell in der Weltflotte fallen davon 542 zum Beispiel aus. Das ist eine krasse Nummer. Damit ist das der Zenit der Ausfälle, wenn man das so liest. Ja, wahrscheinlich, weil man die Ersatzteilsituation jetzt etwas besser in den Griff bekommt. Aber ich finde das halt relativ krass. Und wenn man MTU aus München hört, ist das so, dass man dort in München 1 Milliarde Euro zurückgelegt hat für Zahlungen, um das zu kompensieren. Das ist halt so. Oh, ich glaube, ich habe einen Splitter im Finger. Splitter im Finger. Sieht man das? Egal. Ah, scheiße. Auf jeden Fall auch da keine guten Nachrichten. Pratt & Whitney selber hat 7 Milliarden US-Dollar zurückgelegt. Also seht, das ist kein Spaß, den man da hat. Habe ich noch was? Ah, ich habe noch 11 Minuten. Ich mache jetzt Druck für euch. Und zwar das nächste Thema. Das ist ein Thema, was ich auch unheimlich spannend und lustig finde, ist, ich bin ja immer ein großer Freund von Upgrades. Und ich sage ja auch immer wieder, Freunde, wenn ihr ein Upgrade wollt, freut euch, wenn ihr es bekommt, aber rechnet nicht damit. Vor allem, wenn ihr ein Upgrade wollt, dann macht es so, dass ihr zumindest ein Zimmer bucht, mit dem ihr glücklich seid. Und wenn ihr kein Upgrade bekommt. Und jetzt gibt es wohl einen Flyer Talk-Veteranen, der auf flyertalk.com halt postet schon seit langem. Und er hat jetzt quasi mit seinem Ambassador-Status, und der Ambassador-Status heißt, dass er mindestens 100 Nächte und 23.000 US-Dollar ausgegeben hat, weil das ist das, was man machen muss, und zwar steuerfrei, da er da dann die Meilen und die Punkte dafür bekommen hat. Also ein sehr guter Kunde. Er geht dann in ein Hotel, und wenn ihr sagt Ambassador, dann wisst ihr, dass es um Marriott Bonvoy geht. Und er ist dann wo ist denn das, nach Mexiko gegangen. Und wollte da dort dann das Hotel frequentieren. Und das Hotel hat zu ihm gesagt, und zwar, wo war das denn? Von einem Zimmer Sunset versus Sunrise. Wer möchte, kann ja mal googeln, welches mexikanische Hotel Sunset-Zimmer verkauft, Sunset und Sunrise. Und der musste ein sogenanntes NDA, also eine Geheimhaltungsverpflichtung, unterschreiben, um das Zimmer zu bekommen. Und dieses NDA sagt, dass er, wenn er irgendwem erzählt, dass er ein Upgrade bekommen hat, die Differenz zahlen muss. Und das finde ich halt relativ makaber, denn wenn man überlegt, damit hat das Hotel ja zwei Dinge gemacht. Einmal das eine, was sie gemacht haben, ist, sie haben gesagt, wir geben dir ein Upgrade, wir haben das Zimmer verfügbar. Und laut Terms and Conditions als Ambassador kriegst du das beste Zimmer, including Suites. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt etwas wäre, was so überdramatisch ist. Dann das nächste ist, dass man jemanden verbietet, etwas zu sagen, indem man ihm so einen Geheimhaltungsvertrag unterschreiben lässt. Wobei die Frage natürlich ist, inwieweit so etwas verbindlich ist. Das finde ich auch, weil das ist ja dann auch immer so, naja, nun gut, dass er halt das Upgrade, was er wirklich von den Programmbedingungen bekommen kann, da nochmal quasi vom Hotel rückversichert wird. Heißt das, dass das Hotel die Upgrades so wenig macht, dass man da, wie soll ich sagen, jetzt nicht Gefahr laufen möchte und sagen möchte, hey, ihr habt aber den Kollegen vor 3 Millionen Jahren abgegradet, ich möchte auch ein Upgrade haben. Und das ist natürlich absolut Banane. Und dass Hotelgruppen den Status nicht honorieren, das ist ja bei Marriott schon schlimm genug. Und da habe ich ja auch oft genug geheult, dass diese Status-Inconsistency bei Marriott ein Riesenproblem ist in meinen Augen. Aber das ist jetzt wirklich ein Thema. Und auch diese Foreign Exchange-Scam, dass man halt in Mexiko dann anfängt, dort mit Währungsdifferenzen zu arbeiten, also mit der DCC und solchen Sachen. Und dass man da gezwungen wird, dass man da auch anfängt, solche Dinge zu machen, wie zum Beispiel Redemption Service Charge. Also dass man dort dann
auch auf irgendwelchen anderen Sachen irgendwelche Service Charges zu bezahlen hat, wenn man auf Punkten übernachtet. Und das ist gerade in Mexiko natürlich dann nicht so eine gute Idee, dabei Marriott zu übernachten. Also das ist schwierig. Wobei ich kann das W in Mexico City kann ich empfehlen. Da ist mein Kollege Rainer, der ist der GM, kenne ihn noch aus Abu Dhabi. Der ist da wahrscheinlich offen für alles, der macht sowas nicht, aber alle anderen weiß ich nicht. Aber ich war, wie gesagt, in Mexiko in keinem Marriott Property. Also da solltet ihr aufpassen. NDAs würde ich grundsätzlich nicht unterschreiben. Ich würde aufs Upgrade verzichten und würde sagen, hier, das ist das Zeichen für Freundschaft, Liebe und Frieden. Wer auch auf Frieden gestellt hat, das sind die Freunde von Eurowings. Eurowings hat dort auch nennen wir es mal, einen schlechten Lauf. In England hatte man ja auch bei der Lufthansa-Gruppe einen schlechten Lauf. Und zwar ist es so, dass man mit dieser Kompensation über die Sustainable Aviation Fuel, über die SAF und auch immer dieses CO2-neutral Geschichte natürlich streiten kann, wie man möchte. Und inzwischen ist es immer so, dass jeder 25. Kunde da eine Kompensation bucht. Also einer von 25, also jeder 25. Kunde, könnt ihr ausrechnen, wie viele das machen. Also 4%, um es mal anders zu sagen. Weil bei 100 Leuten, wenn das jeder 25 ist, sind es 4, also 4%, ganz einfach gerechnet. Und die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt geklagt gegen die Werbeaussagen von Eurowings. Und es ist so, dass man dort natürlich sagt, dass das nicht geeignet ist, eine tatsächliche Kompensation zu erreichen, was die anbieten, und deshalb ist das nicht in Ordnung. Und diese Green Fares sind halt Greenwashing, und dieses Greenwashing, das wollen die nicht. Und Eurowings bedauert, dass das Gericht ihrer Argumentation nicht gefolgt ist und wird jetzt die Einlegung eines Rechtsmittels prüfen, sagte eine Sprecherin. Im Verfahren ging es um eine Version der Internetseite aus dem Jahr 2022, die in der Zwischenzeit umfassend überarbeitet wurde. Aber ich glaube, dass die grundsätzliche Botschaft immer noch da ist, dass man damit halt CO2-neutral fliegen kann, und man bietet immer noch die Waldgeschichte an. Also halte ich das persönlich für schwierig. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Ich bin gut in der Zeit und ihr seid gut informiert. Deshalb haben wir jetzt das letzte Thema, und das ist etwas, was ich auch persönlich, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen inneren Reichsparteitag haben soll, auf welcher Seite ich stehe. Aber lasst uns erstmal den Fall erklären. Und zwar seid ihr jetzt glücklich, Freunde der gepflegten Gastfreundschaft, dass ein Statuskunde gelitten hat, weil er gedrängelt hat und vom Flug rausgeflogen ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, als Statuskunde, als Hornzirkel bei Lufthansa jahrzehntelang und auch bei anderen Fluggesellschaften, Top-Status und Boardinggruppe 0 oder 1 oder Prem oder Pre, je nachdem, wie die heißt. Ja, ich bin froh, dass Leute, die drängeln, rausfliegen. Und hier ist Folgendes passiert. Und zwar ist das so, ein First-Class-Jerk, so heißt das in dem Beitrag, der hat beim Boarding, als man sich aufgestellt hat, am Gate, bei United war das, hatte er einer Dame, die ihr Boardingpass aufgelegt hatte und das Gate gesagt hat, nicht richtige Boardinggruppe, quasi dann sich versucht vorbeizudrängen. Und das geht natürlich nicht. Die Dame war berechtigt, weil sie mit ihrem Hornzirkel bei United, also GS, Global Services Member, die dürfen nämlich Familienmitglieder mitboarden in derselben Boardinggruppe, selber auch durch den Fast-Track gehen und alles. Heißt also, man hatte halt ihren Boardingpass nicht richtig gecodet, aber dann wurde halt mit dem Gate kurz gesagt, hey, ich gehöre zu dem GS, kann ich mitkommen, bla bla bla. Wäre in Deutschland halt so gewesen, hat gesagt, ich gehöre zum Horn-Thema durch. Und der Kollege wollte dann halt, dass das nicht so passiert. Und damit ist das so, dass eskaliert ist, indem der Kollege hinterher gesagt hat, Sie sollten nicht hier sein. Ich bin First Class, ich habe Priorität, ich habe Vorrang, wie das so schön heißt. Und dann gab es die Antwort von der Dame, die das dann aufgelegt hat. Manchmal ist es schon besser, wenn man einfach nur kind, also manchmal nur nett ist. Und dann sagt der Mann zu ihr, wie ist denn das, wenn man nett ist? Oder wie ist dieses nett for you? Und ist dann in sie hineingestoßen, gebammt, wie es im Englischen heißt. Und die Dame hatte dann ihr Gleichgewicht verloren und ist hingefallen. Und natürlich, der Kollege war dreimal größer als die Schwester. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist jetzt, aber ich würde das mal annehmen, dass im Tackling besser ist. Und also auf jeden Fall ist es so, dass dann die Flight Attendant
gekommen ist und gefragt hat, was da passiert ist. Sie hat dann erzählt, was passiert ist. Und das wurde dann mit dem Piloten besprochen. Und damit ist der Kollege dann ausgeladen worden. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das auch öfters beim Check-in, wenn ich dann so an der Gold Line oder sowas bin. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt hier? Ich muss mich kurz halten. Wie ist es denn? Ah, ich habe noch 2 Minuten. Also auf jeden Fall, dass dann Leute da stehen, die man eventuell nicht so als die da Stehenden haben möchte. Man glaubt, dass das dann halt so ist, aber man muss dann einfach die Fresse halten. Man weiß es einfach nicht, ob die Leute da hingehören oder nicht. Man muss dann hoffen, dass die Leute, die da sich falsch anstellen, auch von dem Personal dann umgeleitet werden. Aber ich werde doch einen Teufel tun und jemanden, der jung aussieht oder jemand, der alt aussieht oder irgendwie aussieht und in meinen Augen nicht so aussieht, als ob er einen Status oder berechtigt ist, da zu sein, wegjagen. Ich habe auch bei Leuten schon mal auf den Boarding Pass gucken können oder irgendwas und ich habe gesehen, ja, die dürfen hier nicht sein. Aber ich werde einen Teufel tun, mit denen anfangen zu diskutieren. Aber nichtsdestotrotz finde ich es richtig, dass dieser Kollege ausgeschlossen worden ist. Deshalb habe ich die Frage des Tages für euch, und zwar 2 Stück. Sollte der United-Passagier vom Flug ausgeschlossen werden, aus eurer Sicht ja oder nein? Und dann die zweite Frage, sollte man ihm vielleicht sogar den Status abnehmen? Sollte man ihn einfach bestrafen und sagen, du nicht mehr mit uns vielleicht sogar? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, zu diesem Vorfall von dem erdrängelnden Kollegen. Ich muss mich jetzt hier verabschieden an dieser Stelle. Ich muss in den nächsten Call rein. Wir haben hier 14 Uhr, punktgenau 1:59. Ich bin wie immer freudig erregt, dass ich euch die neuesten frisch gepressten Nachrichten bringen konnte. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren und heute hoffentlich auch mit dem richtigen Abgesang und Abspann. Also hier einmal das Live-Outro. Danke, bis dann, ciao. Thank you.